sich um die Iris. Und die Iris ist Fan von der Petra. Und weil wir über die Iris noch genauso wenig wissen wie die Iris von der Hinterfotzigkeit der Petra, stellen wir sie Ihnen jetzt mal vor. Hallo, mein Name ist Iris Katzensteiner und komme aus Altenberg an der Rax. Das ist in der Nähe von mir zu Zuschlag. In der Freizeit spiele ich sehr gerne Fußball. Darum trainiere ich in einer Damenfußballmannschaft. Wir trainieren ca. 3-mal die Woche und es ist sehr interessant, mit den Teamkolleginnen zu spielen, da wir auch sehr viel Spaß haben. Es ist so untypisch, als Frau auf einem Fußballplatz zu stehen, aber ich glaube, in der heutigen Zeit ist es ziemlich egal, ob Mann oder Frau. Es macht einfach Spaß, mit den Kolleginnen zu spielen. Let's roll. Get in my car, then go. Every girl wants to be a star for show. You know you are. Die Lieder von Petru Frey höre ich schon sehr lange, da mir die Richtung Schlager sehr gut gefällt. Ich habe vor allem auch Dancing Star die ganze Zeit verfolgt und sie war von Anfang an mein Favorit und habe sogar für sie gewotet. Im Fernsehen kommt sie sehr sympathisch darüber und auch ihr Selbstbewusstsein auf der Bühne bewundere ich sehr. Ich singe manchmal Karaoke, aber ich könnte mir nie vorstellen, auf einer großen Bühne zu singen, da ich erstens nicht gut singe und zweitens das Selbstbewusstsein nie aufbringen würde. Die Iris, welche Position eigentlich beim Fußball? Im Sturm. Im Sturm. Spieler, ja. Du bist Kummer eigentlich gewöhnt, also wenn man das so will. Aber was wir da irgendwie auf dich haben einprasseln lassen, war schon was ganz Besonderes. Ja. Mit welchen Gedanken bist du zum Treffen gefahren von der Petra? Ja, ich wollte einfach einmal so sympathische Person treffen. Einfach mit ihr reden und einfach wissen, wie das auf der Bühne so ist. Und haben eigentlich nichts Näheres dabei gedacht. Okay. Wie ist deine Variante der Geschichte, Petra? Was war geplant? Was hat man dir gesagt vorher auch? Also ich habe ich schon gewusst, das wird eine leichte Verfolgungsjagd. allein deswegen war ich schon wahnsinnig nervös. Und sie war einfach so, sie ist so sympathisch auf mich zugekommen und hat sich so gefreut, dass wir uns treffen. Und ich habe mir schon gedacht, das wäre böse enden. Ich hoffe nicht, dass wir was um die Ohren schmeißen. Dancing Stars-Fan Iris Katzensteiner freut sich auf einen gemeinsamen Tag mit Petra Frey und fast noch mehr darüber, dass sie die sympathische Dancing Stars-Siegerin sogar persönlich mit dem Auto abholt. Bevor es allerdings zum gemütlichen Plausch ins Café ausgeht, muss die Petra noch ganz schnell jemandem was vorbeibringen. Sehr dringend ist es, also behauptet sie. Ich bin schon am Weg, was machst du mit deinem Sonare? Ich bin eh schon stressig. Moment, was soll denn das jetzt? Die Iris hat zwar schon von den Privilegien der Dancing Stars gehört, aber dürfen die auch der Polizei davonfahren? Nein, das dürfen sie nicht. Und es wird Iris klar, als die Polizisten die Verfolgung der beiden aufnehmen, Blaulicht inklusive. Aber keine Sorge, die Petra hat ganz offensichtlich schon einen Plan. Und jetzt steigst du schnell aus, setz dich am Hintersitz. Sag zu ihr, da ist ein Mann, der ist davon gerannt, der hat das Auto geführt. Wenn die jetzt fragen, der ist davon gerannt, wir sagen einfach, der Fahrer ist weg. Tag. Hallo? Du sprichst die Frau und sonst gleich. Na, jetzt könnte sich die Iris aber fast freuen. Sie kennt die Petra Frey erst 2 Minuten und schon sind sie Verbündete. Es gibt ein dezentes Problem. Anhalten, wissen Sie, rechts ranfahren. Bleiben Sie bitte da, kommen Sie her. Na, blöd, dass das alles irgendwie ein bisschen illegal wirkt. Aber was soll's, die Iris spielt jetzt einmal brav mit. Na, der ist abgehaut. Wer? Der Fahrer. Wir sind hinten drin gesessen. Wir sind vor genau 5 Sekunden sind wir dann aufgekommen, da ist keiner weggegangen. Wer ist der? Sind Sie gefahren? Nein. Da ist einer weggegangen. Ja. Den haben Sie gesehen? Ja, der ist mit uns gefahren. Natürlich. Und wo ist der jetzt? Ja, der ist da weggerannt, ich weiß nicht. Der ist weggerannt. Ja, und wer war das bitte? Das weiß ich nicht, das war unser Fahrer. Ich bin die Petra Frey, das ist ein Fan von mir, haben wir ein Meet and Greet und der ist abgehauen. Wer sind dann. Sie? Petra Frey. Ja? Ja. Zeigen Sie mir die Papiere bitte. Ausweis bitte. Halt jetzt zu mir, sage leise, halt jetzt zu mir, du musst jetzt zu mir halten. Gut, na, ja, zentrale Überprüfung bitte, eine Katzensteiner Iris. Ein Problem mit der Presse. Ja, schaut bitte nach Vorstrafen oder ob irgendwas
gegen Sie vorliegt. Ja? Und die zweite ist eine Petra... Ja, man schaut Petra frei. Kauch. Die hast du gar nicht frei. Wer sind Sie? Petra Frey. Da steht ein anderer Name. Ja, das ist der... Frey ist der Künstlername. Kauch ist mein bürgerlicher Name. Sagt dem Fan, bestätigt doch, dass ich die Petra Frey bin. Das kann ich bestätigen, oder? Mein Fan kann bestätigen, dass ich die Petra Frey bin. Was heißt überhaupt mein Fan? Was haben Sie ein persönlicher Fan? Ich bin eine Sängerin und das ist ein Fan. Und wir haben ein Meet and Greet geplant gehabt. Ja. Ah, habe ich doch gesagt, Meet and Greet, treffen, dass wir uns tratschen. Dass wir ein bisschen miteinander quatschen. Ja. Und Sie sind Ihr Fan? Ja. Ah, und was singt die so? Jetzt schnell gefragt. Naja, Chance, das ist. Irgendwas, das ist so wurscht. Sie wissen das auch nicht. Dabei. 1994. Sie möchte jetzt wieder antreten. Habe ich letztes Mal im Radio gehört. Aha. Naja, sehr Werbetour. Auf die Geschichte haben Sie sich besser vorbereitet als auf den Fahrer, der geflüchtet ist. Weil das glaube ich Ihnen noch immer nicht. Sind Sie mir nicht böse? Ich sage Ihnen, einer von Ihnen ist gefahren. Bitte, dann sind Sie so viel mit den Händen. Bleiben Sie ruhig mit den Händen, ja? Es ist ganz offensichtlich, dass Sie gefahren sind. Ich glaube, ich habe Sie gesehen sogar. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich. Ich bin sicher nicht gefahren. Ich sage ja. Am Ende steht dann mein Wort gegen Ihres, da werden wir schauen, wie das ausgeht. Hm? Die sind aber echt ganz schön mühsam, diese Polizisten. Naja, egal. Iris hat ja im Grunde ein reines Gewissen und nichts falsch gemacht. Und solange Sie und Peter Frey so toll zusammenhalten, wird auch alles gut werden. Okay, ich sage jetzt die Wahrheit. Sie ist gefahren. Ja, sie ist gefahren. Sie ist gefahren, ne? Sag ich ja. Ja, die Frau Frey hat jetzt selber gesagt, sie sind gefahren. Kannst du nochmal Hände aufs Dachl laufen, bitte? Beide Hände ausstrecken. Nein, tanz einmal die Hände aufs Dachl, bitte. Gut, fassen wir kurz zusammen, Frau Katzensteiner. Sie sind gefahren. Ich nehme an, das ist Ihr Auto, oder? Ist das Ihr Auto? Nein. Auch nicht? Nein. Sie ist mit deinem gekommen und ich bin weitergefahren. Stimmt das? Wer ist jetzt gefahren? Sie ist gefahren. Na eben, Sie sind gefahren, ja. Sind Sie gefahren? Jetzt sagen Sie es endlich, da kommen wir weiter. Sind Sie gefahren? Natürlich ist sie gefahren, ja. Ich habe die Frau Katzensteiner gefragt, Frau Frey, bitte. Sie sind gefahren. Hört auf zum Reden. Na bitte, schauen Sie, es geht doch. Ist das Ihr Vorzeug? Das bringt nichts, ja. Es tut mir leid, ich bin nicht down gefahren, ich war nervös, weil Sie hinten drinnen waren. Ah, die Iris ändert jetzt die Taktik und gesteht die Fahrerflucht. Sie kann es eben offensichtlich noch immer nicht glauben, dass sie hier derartig verarscht wird. Sind also doch alles Schweine, diese Prominenten. Wobei, so arg ist es doch jetzt eigentlich gar nicht, wenn man da mal bei der Polizei nicht stehen bleibt. Ich meine, was soll ihr da schon blühen? Verbandsdirektor, machen Sie mal den Kofferraum auf. Nein, kein Problem. Wissen Sie, einen Fehler kann jeder machen im Leben. Machen Sie mal auf. Hoppala. Ah, nicht gut. Sie haben ja gesagt, das ist Ihr Auto und Sie sind gefahren. Sie haben mich einmal heute schon angelogen. Und das war... Halten Sie bitte die Hände ruhig. Halten Sie bitte die Hände ruhig und bleiben Sie leise, ja? Gut, dann sind da mal... Los jetzt nicht auf mir. Nehmen Sie sicher mal. Nicht. Ja, ich glaube... Das sind nicht meine, bitte. Ich bin nicht gefahren. Sie mal raus, ich kann jetzt nicht mehr. Darf ich kurz was bleiben sagen? Bleib bitte. Was halt, du bist gefahren, Entschuldigung. Das hast du ja vorher selber zugegeben. Das hast du ja selber zugegeben. Du bist gefahren, das tut mir leid. Es ist okay, ich meine, ich habe am Anfang probiert, die Decken, aber du bist gefahren und jetzt bin ich hinten gesessen. Sie haben doch gesagt, Sie sind gefahren, das haben Sie ja. Ich weiß nicht, was jetzt los ist, aber die Zigaretten, die kehren wir nicht, bitte. Die kehren dann sind wir ja raus, die Zigaretten, bitte. Die kehren wir nicht. Ja, dann sind sie trotzdem raus. Dann sind wir raus da. Machen wir eine Anfrage. Zentrale. Ich kenne diese Zigaretten nicht. Ich greife jetzt das erste Mal an. Ja, aber ich wette, wenn wir die überprüfen im Labor, sind Ihre Fingerabdrücke drauf. Ja, jetzt kann auch verdammt. Ja, das wissen wir nicht mehr, ja. Okay, Petra. Und jetzt renn weg. Dass die Petra Frey die Flucht ergreift, ist der Iris offensichtlich herzlich wurscht. Das hat sie wohl instinktiv begriffen, dass sie die nicht helfen will. Außerdem gibt es hier jetzt größere Probleme. So, jetzt einmal, fassen wir mal, nein, jetzt hörst du nicht mehr zu. Wir fassen die Lage mal zusammen. Ich halte Sie an mit dem Auto, Sie bleiben nicht stehen. Ich komme, Sie lügen mich an. Ja, Sie haben Zigaretten, ja, haben Sie mir angelangt. Das, ja, das ist schon mal nicht gut für Sie, sage ich auch. Weil jetzt, wer einmal lügt, das werden Sie kennen. So, Zigaretten haben Sie auch hinten drinnen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ich bin vorher, war meine Nase richtig. Das ist Schmuggelware. Bitte. Ich kann jetzt nichts dafür. Nein, guck mal, wir gehen aufs Kommissariat, da klären wir das. Ich schau mal, wo die ist, ob ich was finde, ja? Ja. Ja, die brauchen es nicht. Hallo. Ob die Iris jetzt Angst hat, weil die Petra Frey zurückgelaufen kommt? Immerhin, wer weiß, was sie ihr jetzt noch alles in die Schuhe schieben will.
Du bist Opfer einer versteckten Kamera. Das tut mir echt total leid. Aber du bist das Opfer von der versteckten Kamera. Ich hab die wahnsinnig lieb. Na. Willkommen bei Hast du Nerven? Durchschnaufen. Das gibt's ja nicht. Tut mir leid. Es ist alles in Ordnung. Es ist nichts passiert. Ich möchte mich auch noch einmal im Namen des ganzen Teams entschuldigen. Ich habe selber beim Zuschauen ein wahnsinnig schlechtes Gewissen gekriegt. Petra, wie hast du das hin? So. Also wie kann man die Frau so leiden lassen? Das war pures Elend, muss ich ehrlich sagen. Pures Nacht ist entsetzt nur Elend. Aber sie hat ehrlich so Nerven bewiesen, weil ich glaube, ich hätte durchgedreht. Ich war selber schon total nervös. Ich habe mir ehrlich gedacht, deswegen glaube ich, bin ich abgehauen. Das ist mal Iris, das erste Mal in Handschellen für dich. Ja. Du hast ja vorher gesagt, du hast eigentlich nicht so wahnsinnig viel Selbstbewusstsein, aber ich finde, du hast das schon ordentlich aufgestampft und hast schon gezeigt, was du kannst. Ja, wenn es drauf ankommt, dann... Aber du hast auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie gedacht, dass da irgendwas... überhaupt nicht, ne. Du, und bei den Zigaretten war dann Schluss. Ja. Oder was hast du dann gedacht über die Petra? So ja, ruhig. Nein, einfach falsch eingeschätzt oder wie auch immer, aber dass sowas tut, also... Hätte ihr nie zugetraut, nein. Na, wir ja auch nicht, aber also wir wollten ja viel weniger, aber die Petra hat gesagt, mehr, mehr. Glaube in den Kreinboden. Berner, du warst auch zufrieden, oder, mit dem Lockvogel? Es war unglaublich und es war wirklich die Loyalität sensationell. Also wir sehen es immer wieder, dass die Fans sehr, sehr loyal sind, aber da mit Handschellen sich abführen zu lassen, das ist schon eine besonders starke. Also wirklich toll.